Habt ihr euch schon mal gefragt, was euer Leben eigentlich für einen Sinn hat? Viktor Frankl hat auf dieser Frage eine ganze psychotherapeutische Schule aufgebaut, die Logotherapie. Und den Grundstein dafür hat er in diesem Buch gelegt. Trotzdem Ja zum Leben sagen, besser bekannt unter dem englischen Titel Man's Search for Meaning. Schnappt euch das Getränk eurer Wahl, macht's euch bequem, das schauen wir uns heute mal an. Herzlich willkommen beim Softscale-Kanal. Mein Name ist Sebastian Jung und heute habe ich mal wieder eine Buchvorstellung für euch. Und zwar schauen wir uns ein Buch von Viktor Frankl an. Viktor Frankl war Neurologe und Psychiater und er hat die Logotherapie begründet, bei der es darum geht, dem Patienten zu helfen, Sinn in seinem Leben zu finden. Frankl war ein jüdischer Gelehrter. Und er hat im Dritten Reich mehrere Jahre in verschiedenen Konzentrationslagern verbracht. Und über die Erlebnisse in diesen Lagern hat er ein Buch geschrieben. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Dieses Buch ist zuerst 1946 in Österreich erschienen, damals unter dem Titel »Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager«. Das haben wir hier bei der neuen Ausgabe als Untertitel. Das Buch war damals im deutschsprachigen Raum nicht besonders erfolgreich. Es wurde aber 1959 in den USA veröffentlicht unter dem Titel From Death Camp to Existentialism. Und im englischsprachigen Raum war das Buch deutlich erfolgreicher. Es hat viele Neuauflagen erlebt und mit der Zeit wurde der Titel geändert zu Man's Search for Meaning, die Suche des Menschen nach dem Sinn. Außerdem wurden dem Buch zusätzliche Kapitel hinzugefügt. Zuerst hat Viktor Frankl auf vielfache Nachfrage von Lesern eine kurze Zusammenfassung hinzugefügt, worum es bei seiner Logotherapie geht, mit dem Titel Logotherapy in a Nutshell. Und ein paar Jahre später hat er nochmal ein Postskript ergänzt mit dem Titel The Case for a Tragic Optimism. Nachdem das Buch im englischsprachigen Raum so erfolgreich war, ist es dann auch im deutschsprachigen Raum nochmal neu aufgelegt worden unter dem neuen Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen. In dieser neuen Ausgabe sind nicht die Zusatzkapitel aus der englischen Ausgabe enthalten. Stattdessen gibt es hier als Zusatzkapitel ein Theaterstück von Viktor Frankl mit dem Titel Synchronisation in Birkenwald. Da sage ich nachher noch ein paar Worte zu. Ihr seht also, es ist einigermaßen kompliziert. Wir haben eine deutsche und eine englische Ausgabe mit leicht unterschiedlichem Inhalt, jeweils mit zwei unterschiedlichen Titeln. Ich habe übrigens gegen Ende der Recherche gemerkt, es gibt jetzt auch auf Englisch ein Buch mit dem Titel Yes to Life in Spite of Everything. Und da habe ich so langsam endgültig den Überblick verloren. Was ich euch aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Frankls Buch ein wichtiges Grundlagenwerk ist, zu dem spätere Autoren immer wieder Bezug genommen haben, unter anderem Stephen Covey, von dem wir uns ja die Seven Habits schon angeschaut haben, der nimmt da mehrfach Bezug auf Frankl. Warum ist Frankls Buch so wichtig? Das schauen wir uns jetzt an. Frankl beschreibt in seinem Buch seine Zeit im Konzentrationslager von der Aufnahme bis zur Befreiung. Und er beschreibt, was das Leben im Konzentrationslager mit den Menschen, mit den Häftlingen macht. Er unterteilt das in drei Phasen. Zuerst die Aufnahme, die vor allem ein Schockerlebnis ist, wo sich die Menschen zuerst noch an Hoffnung klammern und dann aber schnell desillusioniert werden. Dann beschreibt er das eigentliche Lagerleben, das vor allem durch Apathie geprägt ist. Apathie und auch Gereiztheit, unter anderem durch den Schlafmangel, durch den Nahrungsmangel und aufgrund dieser widrigen Umstände, dieses beständigen Überlebenskampfes, ist der Mensch sehr stark reduziert auf die absoluten Grundbedürfnisse. Frankl beschreibt, dass Essen das Hauptgesprächsthema zwischen den Gefangenen ist. Er beschreibt, dass die Gefangenen von Dingen träumen wie einer guten Mahlzeit oder einem warmen Wannenbad.
Und die Gefangenen verlieren das Interesse an so ziemlich allem, mit den Ausnahmen von Politik und Religion aus naheliegenden Gründen. Politik, weil ein Kriegsverlauf zugunsten der Alliierten natürlich Hoffnung auf eine Befreiung macht, und Religion, weil der Tod im Alltag allgegenwärtig ist. Dann beschreibt Frankl die Befreiung und die Zeit nach der Befreiung. Zur Befreiung erklärt Frankl, dass da erstmal eine lange Phase von ja, Fassungslosigkeit stattfindet, wo man eigentlich denkt, man müsste sich freuen, aber das Gefühl ist noch nicht da, und dass dann ein langsamer Übergangsprozess stattfindet, wo man so nach und nach realisiert, dass man jetzt tatsächlich frei ist, dass man hoffentlich das Schlimmste überstanden hat, und wie man das Stück für Stück realisiert. Und er beschreibt Reaktionen von den Befreiten, die dann heimkehren. Zum einen Verbitterung, wenn die dann ihrem Umfeld begegnen und da abgespeist werden mit Phrasen wie, ah, wir haben ja von gar nichts gewusst, oder ah, wir haben ja auch gelitten. Und er beschreibt die sehr schwerwiegende Enttäuschung, die viele Befreite erleben, die sich in ihrer Zeit im Lager an die Hoffnung geklammert haben, dass sie irgendwann heimkehren können und da empfangen werden, vielleicht von ihrer Frau oder ihren Kindern. Es war nach Geschlechtern getrennt, also Frankl hatte nur mit anderen Männern zu tun im Lager. Und oft hat sich diese Hoffnung aber nicht erfüllt, sondern die Menschen haben nach ihrer Befreiung festgestellt, dass diese Familienangehörigen, die sie wiedersehen wollten, dass die gar nicht mehr leben. Den meisten Raum in Frankls Erzählung nimmt das Lagerleben selbst ein, die Zeit im Lager. Und das zentrale Thema hier ist die Frage nach dem Sinn. Denn Frankl schreibt, dass die Menschen, die ja jeden Sinn in ihrem Leben verloren haben, die keine Ziele mehr haben, die nichts mehr haben, das ihnen Halt gibt, dass ja, die es dann oft nicht mehr schaffen, weiterzumachen. Zum Teil begehen die dann Selbstmord, indem sie in den Draht gehen. Das heißt, sie laufen in den Stacheldraht, der unter Hochspannung steht, und bringen sich auf diese Art um. Oder sie werden völlig apathisch, bleiben einfach morgens liegen. Frankl beschreibt hier als markantes Ereignis, wie die dann aus irgendeinem Versteck ihre letzte Zigarette rauskramen und die aufrauchen, was man normalerweise nie tut, weil man die eintauschen kann als kostbares Tauschmittel gegen einen Teller Suppe oder irgendetwas anderes, das einem beim Überleben hilft. Und das ist dann immer das Zeichen, dass die aufgegeben haben, wo die dann wussten, okay, die werden wir jetzt über die nächsten Tage hinweg dahin siechen und sterben sehen. Und für Frankl war es also wichtig, irgendwie zu einem Sinn zu finden, der einem hilft, weiterzumachen und der einem da ein bisschen Stabilität gibt. Frankl zitiert hier Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, wer ein Warum zu leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Und für Frankl gibt es drei Wege zu einem Sinn. Der erste Weg ist durch ein Werk, indem man etwas erschafft oder etwas vollbringt. Und bei Frankl selbst bestand das darin, als er im KZ angekommen ist, als er in Auschwitz aufgenommen wurde, da musste er alle seine Besitztümer, er musste sein Gepäck abgeben und er musste auch seine Kleidung abgeben. Und er hatte in seiner Jackentasche sein erstes Manuskript für was sein erstes Buch über Logotherapie werden sollte. Und das hat er da eben verloren, und er wollte immer dieses Buch neu schreiben und doch noch veröffentlichen. Eine Szene, auf die oft Bezug genommen wird, die sehr bekannt ist, da versetzt sich Frankl in einen Moment des Leidens und des Schmerzes gedanklich in einen hellen und warmen Vortragssaal, wo er vorne am Podium steht, vor einem Publikum, und er stellt sich vor, wie er einen Vortrag hält
über seine Zeit im Konzentrationslager und über die Beobachtungen, die er da gemacht hat, über die Erlebnisse, die er da hatte, vor einem interessierten Publikum. Das ist eine Szene, auf die oft Bezug genommen wird. Frankls zweiter Weg zum Sinn ist durch Erleben, indem wir Erfahrungen machen oder indem wir jemanden kennenlernen. Hier spielt Liebe eine sehr zentrale Rolle. Und das ist auch war auch für Frankl ein wichtiges Thema. Er beschreibt mehrfach, wie er in Phasen von Leid und Schmerz im Geiste das Bild seiner Frau heraufbeschworen hat und wie er in Gedanken sich mit seiner Frau unterhalten hat und mit ihr zusammen war und wie ihm das geholfen hat, das Leid zu ertragen. Nun waren natürlich die Menschen im Konzentrationslager, die Gefangenen, extrem eingeschränkt. Also ihnen war so ziemlich jede äußere Freiheit genommen. Das heißt, die hatten nicht wirklich Möglichkeiten, ein Werk zu vollbringen oder Erfahrungen zu machen. Und die Menschen haben dann gesagt, hoffentlich überleben wir, hoffentlich kommen wir hier lebend raus, denn sonst hätte ja dieses ganze Leiden, das wir jetzt durchmachen, gar keinen Sinn. Und Frankl hat diesen Gedanken umgedreht. Frankl hat gesagt, ich hoffe, das Leiden hat einen Sinn. Denn wenn das nicht so wäre, dann hätte es ja gar keinen Sinn, hier zu überleben und lebend rauszukommen. Der Sinn vom Leben kann ja nicht nur darin bestehen, dass es weitergeht. Frankl sagt, es gibt einen dritten Weg zum Sinn, der einem selbst in solchen extremen Situationen noch offen steht, nämlich man kann auch im Leiden noch einen Sinn finden. Denn es bleibt selbst in dieser größten Not, die er da erlebt hat, das, was er die letzte menschliche Freiheit nennt. Selbst wenn einem die äußeren Umstände keinerlei Freiraum mehr lassen, selbst wenn man Leiden erlebt, hat man immer noch die Möglichkeit, kann man immer noch entscheiden, wie man zu diesen äußeren Umständen stehen will, wie man darauf reagieren will. Man kann immer noch sich tapfer diesem Leiden stellen. Denn Frankl sagt, der Mensch ist selbstbestimmt. Wir haben vielleicht gewisse biologische Veranlagungen, also zum Beispiel durch unsere Gene, und psychologische Veranlagungen, vielleicht durch unsere Erziehung und Kindheit. Und wir haben natürlich gewisse Zwänge durch unsere soziale Situation, also durch unser Umfeld. Aber all diese Dinge treiben und schieben uns vielleicht in eine bestimmte Richtung. Aber wir können immer noch entscheiden, ob wir da mitgehen oder ob wir uns da dagegen stellen. Wir haben immer noch einen Raum, selbst zu entscheiden. Frankl sagt, der Sinn des Lebens ist nicht so sehr eine Frage, die der Mensch an das Leben stellt, sondern wir sind die, die gefragt werden. Das Leben konfrontiert einen ganz konkreten Mensch in jeder ganz konkreten Situation mit Möglichkeiten, mit Herausforderungen. Und es liegt an uns, uns diesen Herausforderungen zu stellen, diese Möglichkeiten zu realisieren und Verantwortung zu übernehmen für diesen Augenblick und das, was wir daraus machen. Was ich in dem Zusammenhang ein bisschen schwierig fand, ist, dass Frankl auch sagt, dass er in seiner Zeit im Konzentrationslager nicht versucht hat, wie er sagt, Schicksal zu spielen. Also er hat nicht gezielt versucht, sein Schicksal zu beeinflussen, sondern er hat ja sein Schicksal so angenommen, wie es sich entwickelt hat, ohne zu versuchen, daran gezielt etwas zu verändern. Punkt, den ich noch interessant finde, ist, dass Frankl trotz all diesem Leid, das er erfahren hat, seine Peiniger nicht kollektiv verurteilt hat, sondern er sagt, es gibt selbst unter den Wächtern und den SS-Leuten positive Ausnahmen und auch unter den Häftlingen gibt es negative Ausnahmen. Frankl
nennt er als Beispiel das Lager, in dem er am Ende, kurz vor der Befreiung war. Da gab es einen sogenannten Capo. Das ist ein Häftling, der quasi eine Stufe befördert wurde, sodass er da Kommando hat über andere Häftlinge. Und der hat eben diese Position total ausgenutzt, hat die anderen Häftlinge da verprügelt bei jeder Gelegenheit. Und im selben Lager gab es einen Lagerführer, also einen SS-Mann, der, wie Frankl sagt, nie die Hand gegen die Gefangenen erhoben hat und von dem auch nachher bekannt wurde, dass er von beträchtlichen Summen seines eigenen Geldes da in den Apotheken der Umgebung Medikamente für seine Häftlinge gekauft hat. Und Frankl sagt, letztendlich gibt es nur zwei Rassen, es gibt die Anständigen und die Unanständigen. Und in jeder Gruppe sind immer von beiden welche enthalten. So viel erstmal zu dem Hauptteil, zu dem Erlebnisbericht aus dem Konzentrationslager. Wie ich schon sagte, haben wir jetzt in der deutschen Ausgabe noch das Theaterstück Synchronisation in Birkenwald. Das fand ich ein bisschen schwierig, auch nicht so hilfreich. Kurz gesagt geht es darum, wir haben zwei Brüder im Konzentrationslager Birkenwald, die zum Sinn finden. Der eine findet seinen Sinn, indem er ja sich opfert. Er wird umgebracht, weil er darauf verzichtet, sich zu retten, indem er eben andere anschwärzt. Und der andere findet seinen Sinn, indem er weiterlebt, um eben die Erlebnisse weiterzuerzählen und aufzuschreiben. Das klingt soweit jetzt nicht so kompliziert, aber es ist auch noch ein schwarzer Engel im Spiel, der die beiden Brüder prüft, die Mutter der beiden Brüder, die bereits tot ist, und es sind die drei Gelehrten Sokrates, Spinoza und Kant involviert, die aus einer Art Jenseits nach Birkenwald kommen und da so tun, als wäre alles ein Theaterstück, um den Menschen etwas zu vermitteln. Es ist also einigermaßen kompliziert und wie gesagt, für mich war es nicht so hilfreich. Ich hatte gehofft, ich finde irgendwo ein Video für euch mit einer Aufnahme, einer Aufführung dieses Stücks. Gab es leider nicht. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung einen alten Fernsehbericht, wo ihr ein paar Ausschnitte aus einer alten Aufführung seht. Als sehr viel hilfreicher empfand ich das Zusatzmaterial in der englischen Ausgabe, insbesondere Logotherapy in a Nutshell, weil da eben die Konzepte, die Frankl in seinem Bericht aus dem Konzentrationslager aufbringt, die werden da nochmal weiter erklärt und vertieft. So sagt Frankl zum Beispiel, dass ein Mangel an Sinn im Leben, dass das nicht nur ein individuelles Problem ist, sondern ein gesellschaftliches. Er sagt, jede Generation hat ihre kollektive Neurose und in unserer Zeit ist das ein existenzielles Vakuum, also ein Mangel an Sinn im Leben. Und er führt auch noch weiter aus, er beschreibt noch weiter, wie dieser Sinn nach seinem Konzept aussieht. Ich hatte ja schon gesagt, der Sinn ist bei ihm nichts da Abgehobenes, Abstraktes, sondern es geht um einen konkreten Menschen in einer konkreten Situation. Da bringt Frankl eine ganz schöne Metapher. Er sagt, wenn wir uns hinstellen und sagen, was ist der Sinn des Lebens? Das ist ungefähr so, wie wenn wir zu einem Schachmeister gehen und ihn fragen, was ist der beste Zug der Welt? Der Schachmeister wird natürlich sagen, ja, das hängt von der konkreten Partie ab, von der konkreten Situation auf dem Brett und davon, wer mein Gegner ist. Und genau so hängt eben der Sinn des Lebens von uns ab und von der konkreten Situation, in der wir uns befinden. Was auch ein sehr interessanter Punkt ist in meinen Augen, ist, dass Frankl sagt, den Sinn finden wir durch Selbsttranszendenz. Wir finden den Sinn nicht in unserer eigenen Psyche, in unserem Innern, indem wir ganz tief in uns gehen und nachdenken, sondern wir finden den Sinn in der Welt, indem wir aus uns herausgehen, und uns selbst transzendieren. Und Frankl sagt, dass es gar nicht so sehr eine wünschenswerte Situation ist, dass wir
ja sowas wie inneres Gleichgewicht letztendlich erlangen, wo alles aufgelöst ist, wo alle Ziele erreicht sind, sondern er sagt, uns geht es am besten, wenn eine gewisse innere Spannung da ist, wenn wir ein Ziel haben, das wir noch nicht erreicht haben und nach dem wir streben können. Er beschreibt auch nochmal die drei Wege zum Sinn, also Sinn durch Werk, Sinn durch Erleben und Sinn durch Leiden, nochmal mehr im Detail. Und er bringt da ein ganz schönes Beispiel für den Sinn durch Leiden. Er erzählt von einem Fall, wo ein alter Mann in seine Praxis gekommen ist, der unter schweren Depressionen litt. Seine Frau, die er sehr geliebt hatte, war vor wenigen Jahren verstorben. Er war jetzt allein, er hat getrauert und hatte schwere Depressionen. Und Frankl hat zu ihm gesagt, was wäre denn gewesen, wenn sie gestorben wären und ihre Frau hätte überlebt? Und der Mann sagt, ja, das wäre sehr furchtbar gewesen für meine Frau. Sie hätte sehr gelitten, sie wäre ganz allein gewesen, sie hätte getrauert. Und da sagt Frankl zu ihm, dadurch, dass sie jetzt derjenige sind, der überlebt hat, dadurch, dass sie jetzt diese Bürde tragen, ersparen sie ihrer Frau das. Dadurch muss sie das nicht durchmachen. Und das hat dem Mann geholfen, einen Sinn in diesem Leiden zu sehen und ja, sich diesem Leiden zu stellen. Ein Konzept, das ein bisschen schwierig zu verstehen ist, das aber auch ganz wichtig ist, ist, Frankl sagt, wir sollen so leben, als würden wir zum zweiten Mal leben und als hätten wir beim ersten Mal alles so falsch gemacht, wie wir es gerade tun. Ich musste den Satz ein paar Mal lesen und es ist immer noch ein Konzept, das ja schwierig gedanklich zu durchdringen ist. Ich denke, das ist der gleiche Grundgedanke, den spätere Autoren anschaulicher formuliert haben. Zum Beispiel Stephen Covey sagt ja, stellt euch vor, ihr werdet Gast auf eurer eigenen Beerdigung und überlegt euch mal, was eure Familienmitglieder und Freunde und Arbeitskollegen etc. über euch und euer Leben sagen würden. Wie gesagt, bei Frankl ist das noch sehr kompliziert formuliert, aber ich denke, es ist der Grundstein für ja, diese späteren Konzepte. Apropos Vergänglichkeit und Tod. Hier hat Frankl ein Konzept, das ich sehr interessant finde. Frankl sagt, vergänglich sind nur die Möglichkeiten, die wir in jedem Augenblick unseres Lebens haben. Wenn wir diese Möglichkeiten realisiert haben, indem wir eben entschieden haben, wie wir in einer Situation handeln wollen, indem wir da Verantwortung übernommen haben etc., dann werden diese Möglichkeiten zu Realität und sie gehen in unsere Vergangenheit über, wo sie uns für immer erhalten bleiben, wo niemand sie uns jemals wieder wegnehmen kann, und wo wir, wo sie quasi einen Schatz bilden, den wir für immer mit uns tragen können. Frankl sagt hier, wir sehen oft nur das Stoppelfeld der Vergänglichkeit und wir übersehen die vollen Kornspeicher der Erlebnisse und Erinnerungen, all der Werke, die wir vollbracht haben, all der Erlebnisse, die wir erlebt haben und all des Leidens, das wir tapfer ertragen haben. Finde ich ein schönes Konzept. Noch ein interessanter Punkt, den Frankl anspricht, ist, er sagt, dass Therapeuten heute sehr oft mit Problemen konfrontiert werden, die eher menschliche Probleme sind und gar nicht so sehr psychologische Probleme. Er sagt, viele Menschen, die heute zu einem Therapeuten kommen, wären früher wahrscheinlich zu einem Pfarrer oder Priester oder Rabbi gegangen und jetzt, wo das nicht mehr gebräuchlich ist, würden die eben dann eher zu einem Therapeuten gehen. Finde ich auch ganz interessant, dieser Gedanke, dass so eine Form von, nennen wir es mal Seelsorge, dass es da einen ja starken Bedarf gibt, für den es heute ja gar nicht so richtig die typische Standardanlaufstelle gibt. Es gibt, wie gesagt, in der englischen Ausgabe auch noch das Postscript,
The Case for the Tragic Optimism. Aber darauf noch einzugehen, würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Es wird eh schon ein sehr langes Video. In diesem Postskript geht Frankl nochmal ein bisschen näher auf seine verschiedenen Konzepte ein, beschreibt dann nochmal neue Aspekte. Es ist auch sehr interessant, aber wie gesagt, das wäre jetzt zu lang. Stattdessen müssen wir langsam zur Kritik kommen. Hier vorweg, es gibt gewisse Kontroversen rund um Viktor Frankl und um seinen Erlebnisbericht, zum Beispiel inwiefern das historisch akkurat ist und solche Dinge. Da kann ich nicht wirklich was zu sagen. Das würde einen Rechercheaufwand erfordern, den ich nicht leisten kann. Dann gibt es natürlich den Punkt, dass man fragen kann, ist das denn okay, den Holocaust zu nehmen hier als Szenario, um da seine Lehre zu verbreiten. Und auch da bin ich nicht die richtige Instanz, um das zu entscheiden. Das Buch an sich ist auf jeden Fall, nehmen wir mal das Deutsche, das Buch ist schwieriger zu lesen als andere Softskill-Bücher. Wenn wir es zum Beispiel vergleichen mit dem Café am Rande der Welt, das ja auch eine Geschichte enthält, aber eben eine erfundene. Im Café am Rande der Welt ist jedes Wort und jeder Satz dazu da, Strzeleckis Argumentation voranzutreiben. Jeder neue Satz ist ein weiteres Puzzleteil in diesem Bild und dieser Argumentation, die er aufbaut. Bei Frankl haben wir jetzt einen Erlebnisbericht, das heißt, da passen die Stücke nicht immer so nahtlos zusammen. Ich hatte zum Beispiel schon erwähnt diesen Punkt, dass er sagt, er wollte nicht Schicksal spielen und er hat sich, er hat sein Schicksal so angenommen, wie es gekommen ist, was gedanklich erstmal schwierig unter einen Hut zu bringen ist mit dem Rest seiner Argumentation. Oder es gibt zum Beispiel auch ein anderer Punkt ist, relativ am Anfang der Beschreibung sagt er, die Besten sind nicht zurückgekommen. Also er sagt, die Menschen, die anständig und gut waren und sich nicht einen Vorteil auf Kosten von anderen verschafft haben, die haben das Konzentrationslager nicht überlebt, was natürlich auch dann im ersten Moment schwierig unter einen Hut zu bringen ist mit dem, was er später sagt, nämlich, dass es eben positive Beispiele gab, die eben die Apathie und die Gereiztheit überwunden haben, die ihre letzte menschliche Freiheit genutzt haben und die einen Sinn gefunden haben. Was ich ganz positiv finde, ist übrigens, dass Frankl sich bei diesen positiven Beispielen gar nicht selbst mit einzählt. Also er macht sich da nicht selbst zum strahlenden Vorbild, sondern er nimmt da eher die Rolle eines Beobachters ein. Ein ganz wichtiges Thema. Frankl legt hier natürlich einen wichtigen Grundstein für dieses ganze Konzept von Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit, das ja bei ganz vielen späteren Softskill-Büchern ein zentrales Thema ist. Und das ist ein komplexes und auch ein schwieriges Thema. Der schwierige Punkt ist, wenn Frankl hier sinngemäß sagt, die Menschen, die einen Sinn gefunden haben, die ihre letzte menschliche Freiheit genutzt haben etc., die sind eher lebend rausgekommen, dann kann man das ja umdrehen und sagen, okay, die gestorben sind, die haben halt sich nicht genug angestrengt, einen Sinn zu finden. Ne? Die Nazis haben die vielleicht eingesperrt und gefoltert und als Zwangsarbeiter missbraucht, aber gestorben sind sie, weil sie keinen Sinn gefunden haben. Und das wäre natürlich unendlich zynisch und also da hat diese ganze Argumentation natürlich eine dunkle Seite und natürlich jetzt nicht nur im Hinblick auf dieses konkrete Beispiel mit dem Holocaust, sondern es gibt da immer diesen dunklen Schatten, der da mit dabei ist. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, darauf im Detail einzugehen, aber wir werden uns damit in zukünftigen Videos noch weiter beschäftigen, denn dieses Selbstbestimmungsthema ist ja im Softskill-Bereich sehr präsent. Zum Buch noch, wie gesagt, bei der deutschen Ausgabe Synchronisation in Birkenwald empfand ich nicht als eine sehr hilfreiche Zugabe, ist auch nicht angenehm zu lesen, es ist ja ein Theaterstück, das heißt, ihr lest quasi eine Art Drehbuch. Sehr viel hilfreicher fand ich die Zugaben in der englischen Ausgabe Logotherapy in a Nutshell, The Case for the Tragic Optimism, wobei ich hier dazu sagen muss, die sind extrem komprimiert.
Frankl sagt am Anfang von Logotherapy in a Nutshell, er hätte da quasi die Essenz von 20 Büchern im Deutschen runterdestilliert auf dieses eine Kapitel, und so liest sich das auch. Ihr habt da Kapitel wie The Essence of Existence, und das sind dann zwei Seiten mit extrem vielen Informationen auf engstem Raum. Es gibt immer wieder Stellen, wo Frankl eine Aussage trifft, und die wird dann nicht weiter erklärt oder es kommt dann nicht ein Beispiel, sondern er lässt das einfach so stehen und macht weiter mit was anderem. Also die sind schon hilfreich, aber schwierig zu lesen, nicht ganz einfach zu verstehen. Trotz all dieser Schwierigkeiten und Herausforderungen finde ich, es ist ein sehr interessantes, sehr spannendes Buch, das wirklich auch oft zum Nachdenken anregt. Ich hatte beim Lesen immer wieder Momente, wo ich was gelesen habe und dann gedanklich abgedriftet bin. Nicht, weil ich an was anderes gedacht habe, sondern weil ich eben dann einen interessanten Gedanken weitergedacht habe oder in Bezug gesetzt habe zu anderen Konzepten oder in Bezug zu meinem Leben. Und das gab es bei dem Buch wirklich häufig und auch häufiger als bei anderen Soft-Skill-Büchern, die ich vorher gelesen hatte. Also ich fand es wirklich sehr spannend, sehr interessant, und mir gefällt natürlich, dass Frankls Grundbotschaft sehr positiv ist, also trotz dieser dunklen Seite der Selbstbestimmung, dass er eben sagt, wir haben immer einen Rest Freiheit, wir können immer zumindest in der allerletzten Instanz, zumindest im Hinblick darauf, wie wir mit den Dingen umgehen, über unser Leben selbst bestimmen. Ich empfehle euch auf jeden Fall, euch das Buch mal selbst anzuschauen, denn wie gesagt, es ist sehr komprimiert und ich kann deshalb hier nur wirklich einen ganz, ganz, ganz kleinen Bruchteil wiedergeben. Ich habe 14 Seiten Notizen in knappen Stichworten zu dem Buch. Und ich habe so ungefähr eine Seite Notizen hier für das Video. Also es ist wirklich nur ein kleiner Bruchteil von dem Buch. Ich habe auch vor, auf jeden Fall mit einem gewissen zeitlichen Abstand nochmal reinzuschauen, das Buch nochmal zu lesen oder Abschnitte nochmal zu lesen, in ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Und ich denke, da werden dann bestimmt auch nochmal neue Blickwinkel sich eröffnen, neue Ideen aufkommen, neue Erkenntnisse. Das, denke ich, wird sich auf jeden Fall lohnen. Wie gesagt, von den Zusatzkapiteln würde ich die englische Ausgabe empfehlen, insbesondere Logotherapy in a Nutshell ist eine sehr, sehr nützliche Ergänzung. Was aber ein Vorteil der deutschen Ausgabe ist, abgesehen davon, dass sie hier vielleicht die Sprache leichter versteht, ist, dass bei dem Erlebnisbericht aus dem KZ, dass in der deutschen Version dieser Bericht in ganz viele kurze Unterkapitel unterteilt ist. Also ihr habt in der deutschen Version bei diesem Erlebnisbericht alle paar Seiten eine Zwischenüberschrift, und diese zusätzliche Gliederung macht das Lesen ein bisschen einfacher und hilft auch ein bisschen dem Verständnis. Also das ist definitiv ein Vorteil der deutschen Ausgabe. Habt ihr Viktor Frankls Buch schon mal gelesen? Oder seid ihr vielleicht schon mal mit seiner Logotherapie in Berührung gekommen? Schreibt es mir gern in den Kommentaren. Ich freue mich auf euer Feedback. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über einen Like. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne den Kanal. Ich würde mich freuen, euch als Abonnenten dabei zu haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem Kanalupdate Januar. Für heute verabschiede ich mich. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.